Alter, ich bin komplett durchgeschwitzt. Es war so ein anstrengendes Spiel. Wir kommen hier zum Spielbericht. Ich werde über das Spiel sprechen. Ich werde über unsere Ausgangslage nach dem Spiel sprechen. Ich werde über einzelne Spieler sprechen. Und natürlich Spielernoten geben hier in diesem Video. Es war einfach nur wild und hat richtig, richtig Bock gemacht heute im Stream mit euch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Erstmal vielen Dank an alle, die im Stream dabei waren. Ey, wir waren heute zeitweise über 60 Leute. Völlig irre, auch wenn ich zweimal den Stream abbrechen musste. Und das macht so viel Bock mit euch. Grüße gehen an jeden Einzelnen, der mich da finanziell unterstützt mit Subs, aber auch ey, an Languste, den muss ich jetzt hier einmal erwähnen, der da einfach $22 reingeschallert hat. Ey, vielen, vielen Dank, das weiß ich so krass zu schätzen und dann kann ich natürlich auch viel mehr Zeit rein investieren, wenn ihr mich da so unterstützt. Vielen Dank! Ja, zum Spiel. Wir gehen erstmal aufs Spiel an sich ein, was da so passiert ist. Danach gehen wir darauf ein, wie ich die Spielernoten verteilen würde und als letztes, wie jetzt unsere Ausgangslage für die nächsten Spiele ist. Und auch wie es mit den Verletzten und Gesperrten und so weiter aussieht. Also, Spiel erstmal katastrophal angefangen. Ganz, ganz schlimm. Fünfte Minute, Harit, der eigentlich ein toller Fußballer ist, aber sonst gefühlt nichts auf die Kette kriegt. Fünfte Minute, Darida für mich viel zu passiv. Auch Boyata sieht nicht gut aus, wird getunnelt. Schwolo unhaltbar, aber völlig lost verteidigt. 1-0 für Schalke nach 5 Minuten. Ich dachte, es kann doch wirklich nicht wahr sein. Sind wir jetzt der Vollidiotenverein, der hier gegen Schalke verliert einfach? Sind wir dieser zweite Verein nach Hoffenheim? Es war dann ein Glück relativ schnell klar, dass wir nach vorne doch ein bisschen was machen wollen. Und Marvin Plattenhardt, der heute auf der linken Seite gespielt hat mit seinen Standards, wie wirklich, muss ich sagen, heute, wie man ihn kannte damals unter Dardai vor 2-3 Jahren. Toller, toller Freistoß auf Boyata, der aber auch, also wie Schalke das verteidigt, ist auch ein Witz, völlig blank steht. Toller Freistoß und wahnsinnig wuchtiger Kopfball von Boyata. Das konnte er ja schon immer besonders gut gerade vorne, erzählt er das 1-1. Dann kam nach vorne wirklich fast gar nichts mehr. Wir hatten drei Schüsse von Javai Rodriguez und beim dritten dachte ich, na jetzt reicht es aber mal mit drüber schießen. Aber der hat wenigstens die Abschlüsse gesucht. Ja, ansonsten aber ganz, ganz schwach nach vorne, muss ich leider wirklich wieder sagen. Also spielerisch ist da nicht wirklich was gekommen, wenn dann mal, wenn Radonjic oder Dilrusson wirklich ins 1 gegen 1 gegangen sind. Zweite Halbzeit lief erstmal gar nicht, es lief nichts nach vorne. Dann Piontek auch noch verletzt, der vorher noch nach einem schönen, mal wieder Plattenhardt-Freistoß, einen schönen Kopfball abgesetzt hat, weil er wieder völlig frei stand, musste raus. Und endlich, ich habe es mir so oft gewünscht, unser richtiger Hertaner, unser Berliner, einer meiner absoluten Lieblingsspieler bei Hertha, auch wenn er noch nicht viel für die erste Mannschaft gespielt hat, Jessica Ngangkamp kommt rein. Und Jessica Ngangkamp macht wirklich in eiskalter Stürmermanier einmal angenommen, mitgenommen, zack, linker Fuß, kurze Ecke. Ralf Herrmann sah nicht so sonderlich gut aus, aber er macht das 2-1. Und so eine Spielertypen brauchen wir. Dann kam später auch noch Michael Brink zu seinem, ich glaube, es war sein Debüt heute, 19-Jähriger aus der Hertha-2-Mannschaft. Natürlich auch dem geschuldet, dass wir aber keine mehr haben, aber hat für mich auch einen guten Eindruck hinterlassen. Und dann, ja, Dodi Luke Bakio noch mit einer gelb-roten Karte, schwächt er uns, gehe ich später nochmal drauf ein. Und in der letzten Minute, ey, Schiri lässt 5 Minuten nachspielen, wofür auch immer, dieser Schiri hat mir heute auch gar nicht gefallen. 95. Minute oder 94. Minute, Schalke Doppelpfosten, einmal Pfosten irgendwie aus 4 Metern oder so. Ey, da dachte ich, Alter, wie viel Glück kann man haben, aber das brauchen wir auch mal. Wir hatten so viel Pech in dieser Saison mit Gegentoren, ich erinnere, gegen Bayern, gegen Mainz, diese Traumgegentore von Sabitzer. Und jetzt hatten wir einfach mal das Glück auf unserer Seite und dann lässt der Schiri noch eine Minute länger spielen. Also das war schon eine absolute Frechheit vom Schiri, fand ich überhaupt nicht okay. Aber sei es drum, wir haben 2-1 gewonnen. Wir haben 2-1 gewonnen, es war kein schöner Sieg, es war ein Arbeitssieg, aber es war bis auf diese letzte Chance auch ein verdienter Sieg, weil Radonjic zwischenzeitlich auch das 3-1 hätte machen müssen, beziehungsweise auf Luke Bakio, der völlig frei stand, hätte ablegen müssen. So, jetzt kommen wir zu den einzelnen Spielernoten, wo ich nochmal ein bisschen auf die Einzelspieler eingehen will, was sie heute so geleistet haben. Tor, Schwolo hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, sicher Flanken abgefangen, viele Schüsse auf Tor gab es eigentlich nicht, gegen Tor konnte er nichts machen, kriegt von mir eine solide 2,5. Ja, Alderete, über den ich mich ja viel lustig gemacht habe, der auch immer noch in der Spieleröffnung völlig vogelwild meiner Meinung nach ist und auch in der Abwehr mit Boyata, muss ich ganz ehrlich sagen, also die Abstimmung hat teilweise gar nicht gestimmt. So viele freie Räume, auch wenn es eine Viererkette war, so viele Räume für Schalke, die ja nun wirklich kein Offensivfeuerwerk abbrennen. Also so gut wie er in den Einzel-Zweikämpfen heute war, da muss ich ihn wirklich hervorheben. Einzel-Zweikampfverhalten, super Kopfball-Duelle, super gewonnen, aber diese ganze Viererabwehr im Defensivverbund war heute meiner Meinung nach viel zu offen. Aber wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht in den Einzel-Zweikämpfen und das muss man ja auch positiv dann bewerten, kriegt eine 2,5. Boyata hatte auch noch einen Pfostenkopf, weil da ist kurz mein Sky abgebrochen, das habe ich sogar vergessen. War vor dem 2-1 von Ngangkamp, auch nach dem Freistoß von Plattenhardt.
Auch defensiv einmal mit einem, also mit einem Schnitzer, da hätte jede gute Mannschaft ein Tor draus gemacht. Unfassbar schlechter Schnitzer, aber eben vorne ein Tor gemacht und defensiv auch Kopfbälle rausgehauen, noch und nöcher und ja, vorne auch noch einen Pfostenkopfball gehabt. Also es ist schwierig zu bewerten. Mal Hü, mal Hopp, kriegt von mir auch eine 2,5. Wenn er hinten nicht diese geisteskranken Fehler ab und an drin hätte, würde er von mir eine 1,5 oder eine 1 kriegen. Pekarik solide gemacht, ein, zwei Mal in Zweikampfverhalten zu spät dran, gerade gegen Kolasinac, wirkte so als Schwächster für mich in der Viererabwehrkette, kriegt von mir eine 3,5. Plattenhardt, nach hinten jetzt nicht wahnsinnig gut, aber Standards, egal ob das Ecken oder Freistöße, waren unfassbar gefährlich. Also es ist eine absolute Bereicherung, sein linker Fuß. Allein heute hätten locker 3 Standardtore durch ihn fallen können, wenn die Abnehmer besser verwertet hätten. Das muss man einfach hoch anrechnen, deswegen kriegt er von mir auch eine 2. Defensives Mittelfeld, Darida, der ja da zusammengespielt hat mit Toussaint, Darida wieder ganz, ganz blass geblieben, weder, ja klar, ihr könnt wieder sagen, er läuft viel, aber nur laufen ist auch nicht alles, auch wenn er Räume zumacht, aber er war im Zweikampfverhalten nicht gut, er hat sich die 5. Gelbe abgeholt, was ich jetzt nicht so schlimm finde, dann spiele ich lieber mit Santias Casiba, hat nach vorne nichts gerissen, gut, er war 6er, das war eher seine Aufgabe, aber sehr, sehr unauffällig gespielt, genauso wie Toussaint heute mir nicht gut gefallen hat, Kurve auch wieder ein bisschen runter, klar, er hat gekämpft, aber ich habe da wirklich schon deutlich bessere Spiele gesehen, wo er sich viel mehr in die Zweikämpfe reingebissen hat. War gefühlt ein, zwei Mal auch zu spät dran einfach heute, was auch diese Lücken in der Abwehr erzielt hat. Deswegen kriegt er von mir, Darida kriegt von mir eine 4,5, genauso wie Toussaint, muss ich beide gleich schlecht in dem Sinne bewerten. War kein absoluter Ausfall, aber auch ja nicht gut. Also man hat später dann als Santi, den kann ich ja jetzt gleich mal besprechen, eine ganz andere Aggressivität und Zweikampfhärte, die gefällt mir so gut. Ich bin richtiger Ascasiba-Fan geworden und der kriegt von mir deshalb auch eine 2. Auch in der letzten Minute der Nachspielzeit nochmal einen wahnsinnig guten Zweikampf geführt. Richtig cooler Junge. Dann auf der 10 war dann Javairo. Der hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Wie gesagt, Schuss, Zielwasser muss er ein bisschen trinken, aber sonst sehr aktiver Posten. Zwei, drei sehr gute Dribblings von ihm und gute Pässe. Kriegt von mir eine 2,5. Matthew Leckie, wie gesagt, ich mag es, kein Bashing zu betreiben, aber das ist für mich, also dem würde kein Bundesliga-Trainer der Welt aufstellen, wenn er nicht müsste. Also diese einzige Qualität, die er hatte, war seine extreme Sprintgeschwindigkeit. Die hat er absolut verloren. Technik unfassbar schlecht. Ist für mich der schlechteste auf dem Feld heute gewesen. Kriegt eine 5. Radonjic, also den kann man nicht für 12 Millionen verpflichten, man könnte ihn nochmal ausleihen und müsste dem irgendwie die Uhr stellen, ich weiß nicht, ob Paul das hinkriegt, wenn er länger Zeit hat als Trainer, so ein fantastischer Fußballer von den Fähigkeiten, aber diese arrogante Art, dieses lässige, einmal dachte ich schon, das wurde zwischendurch abgepfiffen, weil der so lässig einfach einen Ball irgendwo hingespielt hat, das ist nicht cool, wenn man so Fußball spielt, das ist nicht cool, das ist auch nicht cool, ein Cristiano Ronaldo ist immer fokussiert, der spielt nicht irgendwo lässig einen Ball weg, der will gewinnen. Und der ist der beste Spieler der Welt und das fehlt mir bei ihm. Aber unfassbar krass, 2-3 Einzelaktionen gehabt und auch das 2-1 unmenschlich gut vorbereitet. Also auf der einen Seite für seine Lässigkeit und für seine Arroganz möchte ich ihm eine 6 geben. Auf der anderen Seite, er kann es eigentlich eine 1, deswegen ist es eine 2. Aber wenn er diese Lässigkeit weggelassen hätte, hätte ich ihm wirklich eine 1 gegeben. Wahnsinnig, was er eigentlich drauf hat, wenn er sich mal 100% im ganzen Spiel konzentrieren würde, auch von der Körpersprache. Sturm, Piontek, unglücklich, eine Chance gehabt, dann verletzt gewesen. Hat aber auch in der ersten Halbzeit überhaupt keine Chancen bekommen. Also keiner hat ihn angespielt. Ja, wie soll man den bewerten? Jetzt ist er auch noch verletzt. 4. Und Jessic Ngankam, ja, werten wir vorher mal, wer ist noch reingekommen? Michel Brink, hat mir sehr gut gefallen, war mutig, hat jetzt nicht wahnsinnig krass was gemacht, hat, wurde einmal ganz gut angespielt von Luke Bacchio, konnte den Ball dann, ist er aber blöd getitscht. Für sein Debüt völlig ordentlich, kriegt von mir eine 3. Dodi Luke Bacchio, also ich denke ja jedes Mal wieder, auch wenn ich ihn hate, in dem Sinne, dass ich immer sage, wie schlecht er ist, aber es liegt nicht daran, dass er schlecht ist. Er zeigt technische Ansätze, dass er es kann, aber diese Lustlosigkeit, das ist für mich nicht mehr Arbeitsverweigerung, das ist für mich wirklich, das ist Vereinsverletzung. Also ich weiß gar nicht mehr, wie ich das beschreiben soll. Diese rote Karte, ja, so dumm dahin zu gehen und danach, wie er danach geguckt hat, als ob er sich, das ist, als ob ihm alles scheißegal ist. Ich weiß nicht, was in ihm vorgeht, aber als ob ihm alles scheißegal ist. Und ihm ist völlig egal, dass seine Mannschaft die 2-1 führt und diesen Sieg, nichts wichtiger als diesen Sieg braucht.
dass er sie gerade schwächt und noch ein Spieler weniger ist die letzten 10 Minuten. Ja? Er wusste zwar nicht, wie lange Nachspielzeit ist, aber sowas Egoistisches, und er ist ja nicht mal drastisch in den Zweikampf reingegangen, sowas Egoistisches und dann danach so zu reagieren, das bestätigt mich in meiner Meinung, dass wir mit so einem Typen einfach, mit dem will ich nichts mehr anfangen, mit dem können wir auch nichts mehr anfangen. Selbst wirklich, wenn das der größte Fehleinkauf der Geschichte war und wir nur 5 Millionen für ihn kriegen, wer es nicht mal mehr 5 Millionen für ihn bezahlen würde, gibt den einfach ab, der zieht eine ganze Mannschaft mit seiner Art und Weise runter. Es geht wirklich gar nicht. Im gleichen Vergleich danach, ein Gangkamp, der einen Freistoß rausgeholt hat, der hat auf den Boden geklopft und geschrien, weil der selber Herr Taner ist, weil der selber gewinnen will, weil der Berliner ist. So eine Spieler sind mir tausendmal lieber. Und selbst wenn er technisch nur halb so gut wäre wie Luke Bakio, würde ich lieber mit 11 einen Gangkamps und Marton Dardais und Santi Ascasibas spielen, die alle für den Verein sich den Arsch aufreißen. Dann können sie auch meinetwegen Fehler machen. Deswegen werfe ich auch Darida nichts vor, der reißt sich immer einen Arsch auf. Aber Luke Bakio, das ist für mich eine Frechheit. Deswegen kriegt von mir Luke Bakio heute, auch wenn er vielleicht zwei gute Aktionen hatte, er hat nämlich das 2-1 eingeleitet mit einem Pass, der wahrscheinlich nicht mal zu Radonjić sollte, sondern eigentlich zu dem Spieler, der daneben stand, aber der war sehr gelungen, kriegt von mir eine 6, weil das einfach eine Einstellungssache ist. Das ist für mich eine Arbeitsverweigerung, was der heute wieder gezeigt hat. Und Gangkam, tolles Spiel, hat sich reingehangen. Nicht jede Aktion glücklich, aber hat sich reingehangen und so ein wichtiges Tor gemacht. Nennt es jetzt emotional, aber der kriegt von mir einfach mal heute eine 1. Das sind meine Noten. Jetzt kommen wir zu dem, ja, zur Ausgangslage. Ey Leute, wir haben jetzt 34 Punkte, die beste Tordifferenz von allen, sind 13. und haben jetzt gleich viele Spiele wie alle. Wir spielen noch gegen Köln. Ich denke jetzt sogar, selbst wenn wir keinen Punkt mehr holen würden, würde es reichen, weil es müsste vieles passieren, damit wir trotzdem noch absteigen. Ich glaube, dass wir gegen Köln unentschieden spielen und damit dann durch sein werden. Aber selbst wenn wir gegen Köln und Hoffenheim verlieren werden, es wird nichts mehr passieren. Wir haben jetzt natürlich eine ordentliche Verletztenliste. Gut, Niklas Stark und Dardai wurden geschont. Die können nächstes Mal wieder ran. Ich würde es auch darum bitten, dass Dardai wieder spielt, Marton, weil er einfach eine tolle Spieleröffnung hat. Und das hat man gesehen bei Boyata und Alderete. Das fehlt einfach. Da war wenigstens gutes Plattenhardt noch da war auf der linken Seite. Seevolk können wir wieder spielen. Und bitte spiel mit einem Gangkampf von Anfang an. Also ich halte so viel von dem, ich weiß nicht, wie es euch geht, klar ist auch emotional, weil er Herr Taner und Berliner ist, aber ich halte so viel von dem, gibt ihm noch einfach mal ein paar Mal die Chance über 90 Minuten, der wird sein Vertrauen zurückzahlen, er hat es heute wieder gezeigt. Und auch einen Redan würde ich mitnehmen, den kann man dann für den Gangkamp bringen und auch einen Michel bringt. Ich habe da gar keine Angst vor, mit denen zu spielen, überhaupt kein Problem. Leute, wir werden es schaffen und wir haben heute einen riesigen Schritt gemacht. Ich bin einfach nur gut drauf und Samstag, das nächste Spiel gegen Köln. Für Köln, Köln muss gewinnen, uns reicht ein Unentschieden. Wir werden mal sehen, wie die aufstellen, wie wir aufstellen. Toller Tag heute, da sieht man mal wieder, wie geil Fußball sein kann, wenn man einfach nur gewinnt. Und seid am Samstag dabei, ab 14 Uhr Livestream, aber wir gucken keine Konferenz, sondern wir gucken uns wirklich nur Hertha an, Konferenz vielleicht am letzten Spieltag. Ich freue mich auf euch bei Twitch und es ging heute echt mega ab bei Twitch. Hat richtig Bock gemacht, ich glaube euch auch. Und lasst mir gerne ein Follow auf Twitch, da Link ist unten in der Beschreibung. Denn morgen, checkt mein Instagram aus, morgen werden wir spontan vielleicht auch den DFB-Pokal, das DFB-Pokalfinale RB Leipzig gegen Borussia Dortmund streamen. Bis dahin, hau he und danke an jeden einzelnen Abonnenten. Es ist einfach nur erleichternd. Bis dann, ciao.